Sie ist 1989 als Anlaufpunkt für Oldtimer-Fans in Essen gestartet. Damals besuchten 30.000 Interessierte die Techno-Klassiker. In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Messe zur weltweit größten ihrer Art entwickelt. Die Zahl der Besucher hat sich vervielfacht. 180.000 werden zum silbernen Jubiläum erwartet. Mehr als 1.200 Aussteller aus aller Welt zeigen ihre Schätzchen in 20 Hallen. Rund 2.500 Klassiker aus allen Epochen stehen in diesem Jahr zum Verkauf. Was zu Beginn als eine Börse von privaten Enthusiasten gestartet ist, hat sich inzwischen auch für die Hersteller zu einer wichtigen Werbeplattform entwickelt. Zum Beispiel Skoda. Die Tschechen haben in diesem Jahr die Geschichte des Rapid in den Fokus gerückt. Seinen Ursprung hat das Modell Mitte der 1930er Jahre. Auch das Coupé der 80er Jahre ist für Skoda ein wichtiger Teil der Geschichte. Was damals in Westeuropa kaum wahrgenommen wurde, das sind die motorsportlichen Erfolge von Skoda. Im damaligen Ostblock galten die Autos als schnelle Renn- und Rallye-Autos. In den Westen verirrten sich damals nur ganz wenige Exemplare. Klar, dass auch Mercedes auf der Techno-Klassiker nicht fehlen darf. Die Marke mit dem Stern hat bereits früh erkannt, wie wichtig Old- und auch Youngtimer für eine Marke sind. Dementsprechend hoch wird die Ersatzteilversorgung selbst für exotische Modelle gehalten. Das sollte für viele andere ein Ansporn sein, die eigene Geschichte auf den Straßen weiter zu erhalten. Klassische Automobile gewinnen gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer mehr an Bedeutung. In der Szene spricht man von Garagengold, weil bei ausgewählten Klassikern immer noch hohe Wertzuwächse zu erwarten sind. In einer Studie des Verbandes der Automobilindustrie hat sich das zwar etwas abgeschwächt, lag im Jahr 2011 das Plus noch bei fast 9%, stiegen die Werte der Autos im vergangenen Jahr nur noch um knapp 4% im Durchschnitt. Das ist aber immerhin noch mehr, als die Banken für mehrjährige Festgelder anbieten. Allerdings steht bei den meisten Oldtimer-Freunden der wirtschaftliche Aspekt nicht im Vordergrund. Ein altes Auto zu fahren, das ist eine Lebenseinstellung. Einige Besucher kommen sogar in der entsprechenden Mode der Zeit, aus denen ihr Klassiker stammt. Und es muss nicht immer ein rarer und damit teurer Sportwagen sein, um vom Virus Oldtimer befallen zu werden. Ein bezahlbarer VW Käfer oder auch ein Golf 1 üben auf ihre Besitzer eine ähnliche Faszination aus. Wer einmal vom Young- oder Oldtimer-Virus befallen worden ist, der kommt auch kaum davon los. 180.000 Besucher sind dafür ein lebender Beweis.